Ja, hallo, es ist wieder Olaf aus dem wunderschönen Thailand. Strahlend blauer Himmel, die Sonne scheint. Man könnte denken, ist alles wieder in Butter, aber leider ist dem nicht so. Auch in der letzten Nacht ist der Pegel wieder extrem angestiegen. Aber das ist eigentlich nicht das Thema des heutigen Videos, denn es geht darum, mit dem Wissen von heute, würde ich hier wieder ein Haus bauen oder würde ich eher in eine andere Provinz gehen, vielleicht sogar in irgendeinen Ort gehen, wo es Berge hat und mein Haus irgendwo auf dem Berg oben bauen. Dies und vieles mehr erfahrt ihr in diesem Video. Bleibt unbedingt dran. Heute sende ich aus dem Außenstudio, aus unserem Garten. Kleiner Spaß, ja. Es ist ja wichtig in diesen Zeiten, dass man den Humor nicht verliert. Hinter uns seht ihr noch das große Gästehaus. Wie ihr sehen könnt, steht alles noch im Wasser. Das ist aber nicht das Thema des heutigen Videos, denn es geht darum, ob ich mit dem Wissen von heute wieder hier ein Haus bauen würde. Würden wir uns wieder in Watzing niederlassen oder eher in eine andere Provinz ziehen, welche weniger vom Hochwasser betroffen ist? Bereits vor der Auswanderung war für uns immer klar, dass wir später einmal in der Provinz Chennai im Ort Watzing leben möchten. Meine Frau ist ja hier aufgewachsen und auch der größte Teil der Familie lebt immer noch hier. Uns gefällt es hier sehr gut, außer man hat wieder Hochwasser wie dieses Jahr. Ja, viele Auswanderer träumen natürlich von einem Leben am Meer, am liebsten auch auf einer schönen Insel. Das war früher auch mal mein Traum gewesen. Nein, Spaß beiseite. Mir gefällt es hier sehr gut und hoffen wir mal einfach, dass jetzt nicht jedes Jahr so ein Hochwasser kommt. Das letzte schlimme Hochwasser hatten wir ja 2011. Da kann man wirklich sagen, ein Jahrhunderthochwasser. Denn der Großvater meiner Frau, welche damals noch lebte, der war 95 Jahre alt und der konnte sich nicht erinnern, dass es jemals so schlimm war wie 2011. Damals hatten wir noch gedacht, wenn das jetzt alle 80 Jahre passiert, ist es ja nicht so schlimm. Aber man sieht es ja weltweit mit der Klimakatastrophe, dass es immer schlimmer wird. Ich war ja jetzt diesen Sommer in der Schweiz, da hat es praktisch den ganzen Sommer nicht geregnet. Die letzten Jahre in Thailand hatten wir auch lange eine Trockenzeit gehabt, jetzt wieder Hochwasser wieder mal. Es kann natürlich jetzt niemand in die Zukunft schauen und schon wissen, wie es demnächst aussehen wird. Es kann sein, dass in den nächsten Jahren wieder eine lange Dürreperiode kommt oder dass das Hochwasser praktisch jährlich hier in Watzing sein wird. Vielleicht jedes Jahr so schlimm wie dieses Jahr. Hoffen wir mal, dass es nicht so kommt. Ja, als wir vor circa 17 Jahren dieses Grundstück entdeckt haben und natürlich auch kaufen wollten, haben wir uns natürlich zuerst bei den Nachbarn erkundigt. So gescheit waren wir, haben gefragt, wie schaut es denn hier mit Hochwasser aus? Die Nachbarn waren auch sehr ehrlich zu uns, haben gesagt, ja, hier gibt es immer wieder mal Hochwasser. Ist ja klar, wenn man in der Nähe eines Flusses lebt. Aber wenn jetzt dieses Grundstück kauft und wieder eine Nachbar gegenüber, der pensionierte Polizist, wenn ihr da auch so 2, 3 Meter aufschüttet, dann habt ihr keine Probleme. Der hatte selten mal Hochwasser in seinem Garten. Wenn er es gleich macht, dann sollte es eigentlich okay sein. Das war dann auch der Beweggrund zum Sagen, ja, wir wollen in der Nähe eines Flusses leben, also kaufen wir dieses Grundstück. Ja, wenn ihr auch nach Thailand auswandern möchtet, aber weniger Action sucht als wir, nein, wir haben es uns auch nicht ausgesucht, oder ausgesucht schon, ja, dann ist das vielleicht ein Vorteil, wenn ihr euch vor der Auswanderung überlegt, wo ihr da euch niederlassen möchtet. Leider ist es schwierig zu sagen, welche Provinz jetzt da am besten ist, um vom Hochwasser verschont zu bleiben. Ist relativ schwierig. In sehr vielen Provinzen hat das Hochwasser, zum Beispiel jetzt auch in Gebieten, wo jetzt eher bekannt sind, dass es dort relativ trocken ist, wie zum Beispiel der Isan. Auch diese Gegend ist immer wieder stark betroffen vom Hochwasser. Selbst der Norden, dort kann es auch immer mal vorkommen, dass man Hochwasser hat. Und wie man jetzt gesehen hat, dieses Jahr oder auch in anderen Jahren in Pattaya, dort ist manchmal das Problem vom Starkregen. Kann es natürlich gut sein, dass da ganze Straßenzüge nach dem Starkregen im Wasser sind. Und wenn ihr nachher dort euer Haus gebaut habt, dann sieht er auch alt aus. Deswegen ist es auch noch relativ schwierig zu sagen. Und ich kann jetzt auch keinen Tipp abgeben und sagen, geht in diese Provinz oder geht in diese Provinz. Vielleicht gibt es ja da einige Abonnenten oder Zuschauer, welche in einem Ort wohnen oder einer Gegend wohnen, welche vom Hochwasser immer verschont bleiben. Die können Sie unten in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht noch ein guter Tipp für alle anderen, welche in Zukunft auswandern möchten. Auch in Watzing gibt es natürlich Stadtteile oder Dorfteile, welche man gut leben kann und keine Angst vor Hochwasser haben muss. Vor einigen Wochen habe ich den Jürgen und seine liebe Familie kennengelernt. Die wohnen nur wenige Kilometer entfernt vom Dorfzentrum, in einer wirklich sicheren Lage. Dort muss man jetzt eher nie mit Hochwasser rechnen. Also man weiß ja nie. Aber wenn es wirklich mal dort Hochwasser geben sollte, dann ist unser Haus wahrscheinlich unter Wasser. Dann hoffen wir, dass es nie so kommen wird. Und Sie und natürlich auch wir in den nächsten Jahren im Trockenen bleiben. Wahrscheinlich werdet ihr auf der ganzen Welt keinen Ort finden, welcher von Naturkatastrophen verschont bleibt. Bei uns ist jetzt das Hochwasser. In den anderen Orten hat er wieder starke Stürme, Regenschauer, Erdbeben, Erdrutsche, was es alles gibt, Steinschläge.
Jetzt auch wenn ihr jetzt irgendwo in Thailand am Meer seid und denkt, ja, hier ist Paradies gefunden, sind wir verschont von allem Möglichen. Auch dort kann es mal starke Stürme geben. Und wie man gesehen hat, vor über 20 Jahren Tsunami. Hoffen wir mal, dass das nie mehr vorkommen wird. Aber deswegen ist es ja eigentlich noch schwierig, wenn man jetzt irgendwo leben möchte und auf der sicheren Seite leben möchte. Vielleicht wer es Angst hat vor Hochwasser oder anderen Katastrophen, der sollte vielleicht in Bangkok gehen, irgendwo so ein Kondominium im 20. Stock aussuchen. Da seid ihr auf der sicheren Seite. Auch dieses Hochwasser ist für uns noch lange kein Grund, hier wegzuziehen oder jetzt irgendwie die Provinz zu verlassen. Das Ganze würde natürlich sicher anders ausschauen, wenn wir jetzt wie 2011 so ein Jahrhunderthochwasser jährlich hätten. 2011, da war es wirklich Riesenglück, dass das Wasser nicht ins Haus reingekommen ist. Auf unserer schönen Terrasse haben wir bereits angefangen, Sandsäcke hinzustellen und auch Pumpen einzusetzen für den Notfall. Es fehlten noch wenige Zentimeter und das Wasser wäre wirklich ins Haus reingekommen. Wenn jetzt das jährlich passieren würde, wäre das wirklich ein Grund, sich zu überlegen, langsam hier wegzuziehen. An dieser Stelle hoffe ich, dass ihr noch nicht genug von Hochwasserbildern habt. Ich habe ja bereits 3 Filme über das Hochwasser gedreht. Aber die Lage verändert sich ja immer wieder. Ich werde jetzt noch ein paar Impressionen aus unserer Straße zeigen, auch von unserem Grundstück, wie es da ausschaut. Das Ganze ein bisschen mit Musik hinterlegen. Ich hoffe, ihr habt noch Bock darauf und schaut euch das Video bis zum Schluss an. Vielen Dank. Ja, sogar in unserer schönen Laube im sogenannten Salar wohnt jemand. Und zwar 2 Kampfhähne wohnen hier. Ja, dort, wo sie normalerweise leben, steht alles im Wasser oder unter Wasser. Gibt es keinen trockenen Platz mehr für die Hühner. Deswegen haben wir ihnen hier Asyl gegeben. Der Tisch, der vorne so komisch steht, das ist wegen unserem Hund Sinto. Der würde ihnen sonst an die Gurgel gehen. Um das zu verhindern, haben wir hier den Tisch auf die Treppe angebunden. Damit ihr keines meiner Videos verpasst, abonniert bitte meinen Kanal, drückt unten auf die Glocke, bleibt gesund, bis bald, euer Olaf.